Ich glaube, da ist nichts Großartiges anders in dem Fall. Selber Text. Aber kurz Waffe gucken. Ich wollte das ja die ganze Zeit ja schon machen. Welche Waffen habe ich denn allesamt? Lass mich lieber das anders machen, und zwar hiermit, weil ich kann das besser machen, wenn ich die Bilder sehe. Okay, Desktop. Verdammt, wie mache ich das? Ich muss das auf den anderen Monitor schieben, weil sonst sehe ich das nicht so gut. Okay, was haben wir da? Wir haben hier die namenlose Klinge, haben wir. Linienblattschwert, haben wir. Nirvana-Dagger, haben wir. Mondaufgang, haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Haben wir. Treue, haben wir. Haben wir, uralter Herrscher. Phönix, Dolch. Labyrinthwisper. Labyrinthgeflüster, okay, haben wir. Narrenumarmung haben wir und Eisenrohr, okay. Das sind alle Einhandwaffen. Ich brauche also keine Einhandwaffe mehr. Das ist schon mal gut zu wissen. Was ist das hier? Das sind die Zweihandwaffen. Kusanagi haben wir. Axt der Enthauptung haben wir. Zwillingszahn haben wir. Axt der Niedertracht haben wir. Beastlord haben wir. Eiserne Wille. Warum sieht eiserne... Ach so, das ist... Ach so, ich hat gerade ein bisschen komisch ausgesehen, weil eiserne Wille sieht hier ganz anders aus. Wie so eine kaputte Klinge so ein bisschen. Aber das ist, glaube ich, die Waffe, die ja Gideon repariert hatte, weil da steht ja quasi Gifted by Gideon at the Two Brothers Weaponry, Act 2. Okay, also haben wir, also in der Wille. Phönix-Schwert haben wir. Labyrinthlied haben wir. Narrenklage haben wir. Keine Zweihandwaffe mehr. Das kann also nur noch ein Speer sein. Vergänglichkeit haben wir. Speer des Usurpators haben wir. Teufelskönigin haben wir. Sonnenaufgang haben wir. Bestienfluch haben wir. Heiliger Speer des Hauptmanns haben wir. Dragonlance haben wir. Phönixbär haben wir. Labyrinthruf haben wir. Fool's Accord haben wir nicht. Das ist also dann scheinbar letzte Waffe und die kriege ich offenbar wohl in der dritten Tür. Okay. Gut zu wissen. Dann weiß ich ja, wo ich hin darf, um die letzte Waffe zu finden. Cool. Und wo kann ich nochmal Outfits machen? Das war, glaube ich, im Hauptmenü oder so, ne? Automatischer Kampf. Lass mich mal kurz speichern. Ich will nämlich wissen, wie diese Outfits eigentlich aussehen. Wie geht's hier nochmal raus aus dem Spiel? Also kannst du nicht vorher das sehen? Das ist ja kacke. Ach, sogar bei denen hier. Emil oder Standard? What? Okay, machen wir das mal so. Ich nehme Samurai, sie nimmt Kabuki. Und er ebenfalls. Mal gucken, wie das aussieht.
Und Kugeln lasse ich Emil. Heißt das jetzt quasi, Emil-Köpfe fliegen durch die Gegend? Junge macht ja keinen Sinn, weil... Wann spielst du das? Ich hätte jetzt auch genauso gut im Internet nachgucken können, wie das aussieht, aber kein Bock zu suchen gerade. Oh. Okay. Sieht zwar nett aus, aber ist nicht mein Fall, um ehrlich zu sein. Wie sehen die anderen beiden aus? Kann ich rausgehen und mir das angucken? Achso, ich habe gerade gar keine Kugeln. Warte mal ganz kurz. Dann sind das scheinbar nicht meine Kugeln, sondern die vom Gegner. Schätze ich mal. Wo kann ich dann auf der Schnelle Emil-Kugeln finden? Nicht sicher. Ah doch, vielleicht da oben bei der Wildsau. Okay, da haben wir die beiden. Ha, okay. Netten Bademantel hast du da an. Auf jeden Fall sehr farbenfroh. Ha. Wie du mal eben schön unter die Klamotte dabei eben gucken kannst. Und wie sieht das mit den Emil-Kugeln jetzt aus? Müsste man da hinten ja sehen können, richtig, wenn ich mich nicht irre. Aber da hinten flogen immer irgendwelche Kugeln herum. Ja, ausgerechnet nur, aber jetzt nicht, oder was? Das ist ein geiler Vorführeffekt hier. Oh, da flog was, da flog was. Hast du Kugeln? Oh, tatsächlich, es fliegen Emil-Köpfe durch die Gegend. Ah, okay. Emil, überall Emil, wohin du hinguckst, Emil. Ich glaube, ich ändere das mal lieber wieder. Hab mich gewöhnt an das, was da standardmäßig ist. Und andererseits, irgendwie mag ich das nicht so richtig. Sehen zwar nicht unbedingt schlecht aus, aber ist nicht mein Fall. Ach nee, warte mal, ich muss doch gar nicht hier zurück zum Dorf. Ich kann einfach ins Hauptmenü zurück, ich Idiot. Geht doch alles relativ fix. Nein, das ist nicht das. Nein, das ist auch nicht das. Nice try. Kannst ja trotzdem 20.000 Knöpfe drücken, um dann irgendein anderes Ergebnis zu haben. Ob der Kram da bei den Türen auch von der Schwierigkeit betroffen ist? So, dass jetzt quasi die Sau, hätte ich jetzt auf leicht gespielt, hätte die Sau quasi mich nicht instant killen können? Das wäre aber unfair. Ich finde es aber ein bisschen blöd, dass man dafür
extra wieder ins Titelmenü zurück muss. Nur um Outfits und so weiter wechseln zu können. Hätte man das nicht ein bisschen besser machen können? Warum kann ich die denn? Hey Mister, how come I can't see Dad? Ganz einfach, weil, er muss eine Packung Milch kaufen von der Tankstelle. Nachdem er vorher ein paar Leute zusammengeschlagen hatte. Popola? Oh, hello. Look, I want to apologize for yesterday. Stop. You didn't do anything wrong. Yeah, but neither did you. You're just trying to protect the villagers. And I jumped down your throat for it. It's very kind of you to say so. Regardless, please don't let it trouble you. Ahem. I believe there was something you wished to discuss with us. Oh, right. Yes, about that. You know about the lost shrine, right? The temple where I was first discovered. That's it. Well, it seems that the Shadow Lord's lair is connected to it somehow. Oh, ho. It was right under our pages the whole time. But the bridge that leads there is unusable. So, take a boat. A boat? Yes. The canal's finally been repaired. It took a lot longer than expected, what with the shades and all. I also asked them to provide a boat at the path to the Lost Shrine's back entrance. The ferryman will let you use it free of charge. That should make it easier for you to move from town to town. Thanks, Popola. I feel like you've done so much for me. I'm really grateful. All right, I'll see you around. And for the love of everything, be careful. Okay. Heißt das jetzt, ich bin jetzt an der Stelle... Das kann man, glaube ich, gar nicht sehen, oder? Nee, glaub nicht. Heißt das jetzt, ich bin jetzt an der Stelle, wo ich jetzt erstmal die Fragmente sammeln sollte, damit ich dann bei dem verlorenen Schrein weiterkomme? Ich schätze mal, oder? Dass das das ist. The path above the entrance to the shopping district should lead to the boat landing. Excellent to know the canal is finished. Hopefully this puts our days of running all over behind us. The faster we can move, the faster we can save Yona. Let's use it as often as we need. Ja, ich hab's nur halt aber kaum benutzt. Ja, andersrum. Ich muss da lang. Boah, ist das so schön, dass ich die ganzen Nebenquests gar nicht mehr machen brauche. Wobei wahrscheinlich seine Quest früher oder später wiederkommen wird. Hey, look who it is. Remember me? Leider, ja. That red bag. By my pages. You're the slovenly half of that couple who refused to stop arguing. Hey, it's been a while. Sure has. I've been in charge of this canal since we last talked. Apparently I did a pretty good job with it, because they decided to make me the permanent ferryman. Oh yeah, huh? Congrats. Thanks. Still, it's not all puppies and unicorns. The old ball and chain is always harping on me now about how much I work. Anyway, if you got a place to be, just let me know and I'll take you there. The Lost Shrine's up ahead, just past this cave. As well as the Shadow Lord's castle. Let us make haste.
Ah, verdammt. Bisschen was in die Nase gekommen. Au! Nacken? Was hast du denn jetzt gerade für ein Problem? Oh! Jetzt kann ich die verstehen. Hänsel. Hänsel und Gretel. Was wollt ihr? Hau ab, du dreckiges, krankes Schwein. Ich bin nicht wie du. Ich bin anders. Oh, okay. Dann hast du also auch hier so ein paar Schatten, die irgendwie anders geworden sind als der Rest. War wieder was. Ja, das ist der verlorene Schein. Ich kenne ihn bereits. Ich habe diesen Weg schon keine Ahnung wie oft gesehen und beschritten. Genauso wie die ganzen Häuserruinen hier. Wo ich immer noch so ein bisschen meinen, dass dieser Krater hier so ein bisschen dieser Krater ist in Nier Automata, wo ja auch überall Häuserruinen zu sehen sind. Nur dass der da ausgetrocknet ist. Und nebenbei kleiner geworden ist. Und diese riesengroße Säule, in dem, auf dem ein Schrein steht, nicht mehr existiert. Ja, wobei, Erosion. Sand hat das aufgefüllt. Maybe. Du schon wieder? Hör auf, mich zu nerven. Grimor Weiß wurde verschleppt. Hänsel ist tot. Für mich gibt es keinen Grund mehr weiterzuleben. Mein Leben ist am Ende. Lass mich einfach in Ruhe. Was? Ich... Okay. Ain't you excited, Sunshine? We finally get to bathe in blood. Don't talk to me. I want to kill so bad I can barely stand it. Nope. Da ist die Stimme von Tyrann. Oh, hi. Wobei, ich sollte die vielleicht... vielleicht nicht unbedingt die hier, oder? Weil ich sollte die umkloppen wegen den Erfahrungspunkten. Oh. Na komm, kipp schon um. Ja, toll. Und das schmier ich selber ab. Wo ist eigentlich keine? Ist die... Okay, die ist gerade unter die Gärtner gegangen, so wie das aussieht. Okay, 400 Erfahrungspunkte geben die. Circa. Ah, toll, der ist jetzt noch da unten hingeflogen. Oh.
so ungefähr. Ich meine, okay, Kleinvieh macht auch Mist, ne, aber... Naja. Ich habe auf jeden Fall mehr Erfahrungspunkte bekommen als in diesen komischen Herausforderungen im Tagebuch. Und ich meine, sobald die auf dem Boden liegen, sind sie tot. Ja. Geht ja relativ fix, ne? Ach, jetzt muss ich die auch noch wieder verschieben? Was ist denn das für ein Shit? Oh, echt jetzt? Warum das denn? Das ist aber... ein bisschen unnötig. Das brauche ich doch gar nicht verschieben. Reicht das aus? Nee. Und dann geht die Tür nach innen auf. Nach außen meine ich. Oh, alle schon tot. Keine Ahnung, wie viel die gegeben haben. Ein Erfahrungspunkt. Ein Erfahrungspunkt, ja, wow. Ich werd nicht mehr. Oh, da hinten. Ach, da geht's gar nicht hoch. Dass man die allen Ernstes wieder verschieben muss, verstehe ich nicht. Das macht irgendwie nicht viel Sinn. Vor allen Dingen, weil man ja schon mal hier drin war. Und hat die verschoben. Und da waren sie scheinbar an den Positionen geblieben. Mehr oder weniger. Und jetzt sollst du sie alle nochmal verschieben? Weil zweiter Durchlauf? Das macht keinen Sinn. What's with these guys? Certainly not your garden variety, Shades. Their bodies aren't fully functional. Say, I've heard of this. A cursed area where incomplete Shades gather. Unvollendete Schatten. Ah, verdammt. Der hat aber auch nicht viel Damage gemacht, der Kollege.
32.000. Ja, wird ja langsam. Du bist, glaube ich, hier durch, oder? Also jetzt bist du irgendwie die ganzen... Ist das ein neuer Zauber? Jetzt bist du irgendwie die ganzen Schatten einfach nur noch am Abschlachen, kann das sein? Noch mehr? Könnte man fast schon meinen, jetzt bin ich hier der Böse, ne? Komm hier einfach rein, schlachte alles und jeden ab, haben keinerlei Chance gegen mich. Vor allem, wenn ich hier unverwundbar bin. Kommt auch noch hinzu. Kann ich eigentlich irgendwelche Wörter dabei meiner Wand hinzufügen? Oder habe ich das schon? MP-Kosten. Kann ich noch mehr hinzufügen? Nichts, was einen Effekt hätte. Es gibt wirklich nahezu gar nichts, was einen Effekt auf diese Fähigkeit hat. Wow. Okay, ich meine, die Fähigkeit ist so ohnehin schon stark genug, weißt du? Aber es gibt nichts, womit du das noch weiter verbessern kannst. Außer halt Kostenreduktion. Okay. Ich habe euch alle schlecht behandelt. Ich habe euch verspottet, euch betrogen. Alles nur, weil ihr Gestalt angenommen habt, bevor der Wandel abgeschlossen war.
Aber nach allem, was passiert ist, denke ich, dass ich euch verstehen kann. Ich denke, wir können auf Augenhöhe miteinander reden. Es macht mich sehr glücklich. Ich hoffe, wir können den Rest unseres Lebens gemeinsam... Was war das? Von oben?